Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Ja, ich wünsche euch einen schönen Montag und einen schönen Start in die neue Woche. Schön, dass ihr mit mir gemeinsam euren ersten Kaffee genießt, für den einen oder anderen schon den zweiten und dritten Kaffee und hier einmal reinhört. Wir sprechen heute über das Thema Mike und Michelle, welches ja am Wochenende schon richtig heftig sich entwickelt hat. Ich hatte in meinem Livestream mich zu dem Video von Michelle und Ariel geäußert. Und auch gesagt, dass ich nicht qualifiziert bin, das einzustufen und einzuwerten. Und da sind wir in einem Bereich, welches aus meinem Kompetenzbereich komplett raus bin. Einfach weil wir hier über Themen sprechen, die ja, die nicht im Unterhaltungstv reingehören. Deswegen bin ich bei dem Thema dann raus gewesen, habe das euch in dem Livestream erklärt und werde heute auch nicht darauf reagieren, sondern wir machen jetzt weiter mit einem Statement von Michelle, welches gestern online gekommen ist. Und da geht es natürlich auch um die Trennung zu Mike, aber sie schafft es, finde ich, in diesem Statement denn doch gar nicht gegen jemanden zu schießen oder sich zu verteidigen, sondern sie redet über sich und über ihre Gefühle und über den Weg einer Trennung. Und das passt dann wieder für mich rein in das Konzept, wo ich sage, yo, da können wir drüber reden, da können wir mal reinhören und uns auch eine Meinung dazu bilden. Ich denke, das sollte ganz spannend sein, aber trotzdem hier vielleicht eine kleine Triggerwarnung für alle, die irgendwie in Partnerschaften schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das Thema denn dann vielleicht ein bisschen zu schwer sein könnte. Meine Hörner sind ein bisschen schief. Ein bisschen zu schwer sein könnte, das einfach nochmal vorab. Vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten möchte ich mich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Wir haben es gestern geschafft. 30.600 Abonnenten. Ich begrüße alle Neuen hier und natürlich auch alle Bestands-Trashies, die hier so fleißig diese Videos teilen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr da seid und vor allen Dingen freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben. Okay, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr lange. Dieses Statement von Michelle ist quasi jetzt das Statement, was nach diesem Video kam. Deswegen passt das hier, wie gesagt, sehr gut rein. Für mich vielleicht hier nochmal ganz interessant zu erwähnen, dass natürlich auch das Video viele Menschen verängstigt hat, verschreckt hat, natürlich jetzt auch sich gefragt haben, wie es ihr geht und sich da Sorgen gemacht haben. Und deswegen ist vielleicht es auch gar nicht mal so schlecht, dass man auch über dieses Statement spricht, damit auch der eine oder andere vielleicht diese Angst und diese Sorgen um sie verliert. So, ich würde sagen, wir brauchen das Katzenreporter-Handy und gucken mal rein. Na, guck mal, der Katzenreporter, komm. Einmal Hallo sagen. Hier ist Luki. Schön, dass du da bist. Gut, wir gucken mal rein. Ihr kennt das schon, ich unterbreche ab und zu und gebe meine Einschätzung da ein Feuer frei. Ja, ich glaube, das ist heute neben dem Video, was ich als letztes geführt habe oder Interview mit das schwierigste Reel, was ich hochlade. Ich habe mir wirklich vorgenommen für die jetzige Zeit sehr viel für mich zu machen, sehr, ich bemerke sehr, dass ich ganz viel Ruhe brauche. Ich hatte zum Beispiel, nachdem ich das erfahren habe, sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Ich habe mich so wie in Watte eingepackt gefühlt. Ich wusste nicht, war orientierungslos, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich konnte das auch erst gar nicht glauben. Aber als ich es gehört habe, was gesagt wurde, habe ich zum ersten Mal die Dinge, die ich sonst immer nur abgeschlagen habe, sehr, sehr, sehr ernst genommen. Ja, also worum geht es hier? Hier geht es jetzt quasi nochmal zu Beginn um das Video, welches sie mit Ariel quasi und Ramon produziert hat. Da geht sie jetzt darauf ein, wie es für sie, als sie es erfahren hat, ging. Für mich halt interessant ist, dass das wohl der Knall gewesen sein musste, um sich selbst hier von Mike auch emotional zu lösen. So hört sich das für mich an. Aber wir hören mal weiter rein, was sie noch zu sagen hat. Und ich muss wirklich gestehen, ich möchte da gar nicht viel drüber sagen, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, es ist auch wirklich besser, und das ist das, was ich meinte, dass ich da gar nicht qualifiziert bin, drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch wirklich nichts mehr, was in die Öffentlichkeit gehört. Ich glaube, das ist denn jetzt in dem Punkt wirklich etwas, was die Behörden regeln müssen. Die Behörden müssen einschätzen, wie ernst ist das alles gemeint,
welche Gefahr droht. Ich meine, das Problem ist, und das muss man auch fairerweise mit dazu sagen, dass die Behörden in Berlin garantiert alle einen guten Job machen, aber einfach maßlos überfordert sind und das natürlich dann auch zu Fehlentscheidungen kommen kann, zu verlängerten Entscheidungsketten. Das ist einfach so. Und das war ja auch so ein bisschen der Grund, den Michelle geäußert hat, warum sie darin auch in die Öffentlichkeit gegangen ist. Für mich ist vielleicht noch hierzu hervorzuheben, dass es trotz allem juristisch hier, bin ich der Meinung, drüber weiter zu sprechen, auch nicht unbedingt so gut ist. Denn ich glaube, hier ist es eigentlich jetzt an der Zeit zu sagen, ihr wisst Bescheid und jetzt ist gut. Das wäre eigentlich, finde ich, jetzt der richtige Weg. Ich wollte euch nur so versuchen zu erklären, wie ich damit umgehe. Es ist so, dass ich natürlich die ersten Tage sehr verunsichert war. Ich weiß das ja schon ein bisschen länger. Und gar nicht so den Umgang damit gefunden habe. Und ich habe selber so bei mir immer nur beobachtet, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie so das Gefühl, als wäre das gar nicht real. Und das war auch so ein Punkt, den ich immer mehr erkannt habe, dass ich sehr, sehr viel verdränge. Ich wollte gerade sagen, es hat dann wahrscheinlich wirklich was mit Verdrängung zu tun, dass sie das dann so ein bisschen, ja, das ist halt oft auch ein Schutzmechanismus, das kann man meistens auch gar nicht so aktiv steuern, sondern das ist dann wirklich so ein Schutzmechanismus, wo man denn dann selbst einfach seine eigenen Gedanken schützt und sein eigenes Wohlbefinden und Selbstgefühl schützt, indem man halt das dann so ein bisschen, ja, das fühlt sich dann an wie so eine Parallelwelt. Das kann ich kann das schon nachvollziehen, was sie sagt, dass das ist jetzt gerade, wie ich finde, schon ein, für die Zuschauer, die es interessiert, schon vielleicht eine wichtige Beobachtung. Oder immer so abtue und sage, so, es ist, ach, das ist nicht so. Und das muss ich bei mir sehr stark verändern, da noch mal genauer hinzugucken, bei gewissen Dingen. Das ist das, was ich jetzt schon mal so rausziehen kann. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken darüber, was ich hätte anders machen können. Ja, und das finde ich, das, also ich finde, sie reflektiert ja schon, so. Sie denkt schon so ein bisschen drüber nach, was hätte sie anders machen können, wo hat sie vielleicht einen Fehler gemacht. Ich meine, ohne in dieser Partnerschaft jemals wirklich drin zu stecken, gesteckt zu haben, das wird keiner von uns, habe ich das ja auch schon gesagt, grundsätzlich glaube ich nicht, dass irgendjemand unschuldig in der Partnerschaft gewesen ist, dass die Partnerschaft nicht so gut lief. Ich glaube ganz klar, dass sowohl Mike als auch Michelle hier ihre Fehler in der Partnerschaft gemacht haben. Allerdings, das, was daraus denn dann geworden ist, das ist natürlich denn dann ein Feuer gewesen. Und da ist halt die Frage, wer hat dieses Feuer zum Brennen gebracht? Und wenn dieses Feuer aber schon in einem brannte und man da vielleicht dann wirklich, wenn man dieses Feuer in sich hat, sich denn dann so negativ entwickelt, da würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass da jetzt eine Michelle dran schuld ist. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass genauso wie ich es gemacht habe, für mich in der Situation richtig war. Ich habe versucht, in der Beziehung also so zu wachsen und auch zu sehen oder für mich selber den entscheidenden Entschluss zu fassen, wo ich das beenden kann. Ja, ich sag's hier auch noch einmal wieder mit dazu. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, dass wir eine Seite hören. Ne? Wir hören eine Seite. Mike hat sich ja nicht geäußert und ihr hört jetzt auch schon, es geht jetzt auch gar nicht mehr ums Video. Jetzt geht es ja wirklich darum, dass es sie oder dass es ihr in der Partnerschaft nicht so gut ging, dass sie versucht hat, trotz allem in der Partnerschaft zu wachsen. Für mich vielleicht hier nochmal, und ich möchte nochmal kurz erwähnen, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Paartherapeut, ich bin wirklich nur ein Meinungsblogger. Ich habe nur menschliche Qualifikation, das einzuschätzen, ja. Für mich ist das so, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, in dem ein Teil mich unterdrückt, und so ist ja das, was sie so ein bisschen auch erzählt und was man ja auch im Sommerhaus der Stars gesehen hat, dass man denn dann im Schatten steht und im Schatten kann oftmals eine Pflanze nicht so gut wachsen. Das heißt also, diese Entwicklung in einer Partnerschaft, in der man vielleicht unglücklich ist, diese Entwicklung ist meistens entweder sehr langsam oder aber sie ist verkümmert. Das ist wirklich wie bei einer Pflanze. So kann man sich das vorstellen. Das erstmal hier von mir als Einschätzung zu sehen, was sie sagt. Und das war für mich zum einen, als ich erfahren habe, ah, es ist so schwer darüber zu reden. Ich sage einfach nur, wie ich fühle, okay? Also,
Im Moment fühle ich mich so, dass ich sehr gefasst bin, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite körperlich was zeigt, dass ich manchmal aus dem Nichts so Angst, so Schweißattacken bekomme. Aber ich fühle mich wirklich sehr stark. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich mir natürlich schon sehr, sehr lange auch Unterstützung geholt habe und mir das sehr gut getan hat und geholfen hat, Dinge einzusortieren. Und ich kann jeden wirklich nur mitgeben, der sich in einer ähnlichen Lage befindet, in einer sehr, sehr schwierigen Beziehung, sich separat Hilfe zu holen. Ein kleiner Tipp von mir, aber bitte nicht von einer Paartherapeutin, die ein Q&A auf Instagram ankündigt, wo sie über Mike und Michelle spricht mit deren Einverständnis. Also, ich habe euch das Video gezeigt, das war wirklich, also das war, ich habe da nur mit dem Kopf geschüttelt, was die Menschen dann doch für Content erzeugen. Ich meine, da habe ich wirklich, also nee, da haben wir wirklich die Worte. Fehlen mir immer nur die Worte. Und das mache ich schon mehrere Jahre mittlerweile. Also es sind, glaube ich, 2. Und davor habe ich es aus anderen Gründen gemacht. Na, ich kann es ja sagen, Verlust meiner Eltern. Und ich möchte halt eigentlich gar nicht so viel ins Privatleben gehen. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist es sehr, sehr angebracht. Ah, und das ist ganz, ganz schwierig hier, was sie sagt. Es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, ich möchte nicht ins Privatleben gehen, wenn man aber seinen Content daraus aufbaut, über sein Privatleben zu sprechen. Wenn man in eine Show geht, ja, wie Prominent getrennt, dann geht es da ja ums Privatleben. Das geht ja um die nicht geklappte Ehe von Michelle und von Mike. Und wenn man denn dann in ein Format geht, welches denn dann Prominent getrennt heißt, dann kann man nicht sagen, ich möchte nicht über mein Privatleben sprechen. Ich meine, klar, man kann dann sagen, ja, ich zeige ja immer nur das in dieser Show, was ich möchte, was man zeigt, aber über Privates spreche ich nicht. Das ist halt so funktioniert es nicht. Ich habe das schon in meinem Livestream gesagt, dass die Menschen ja natürlich auch das Recht sich rausnehmen, mehr sehen zu wollen. Und ich finde, man ist, also wenn ich das so vergleiche, früher waren es Zauberer auf der Bühne, ja, die haben ein Privatleben gehabt. Darüber haben die Zauberer nicht gesprochen. Aber auf der Bühne haben sie gezaubert. Wenn man aber auf der Bühne sein Privatleben breittritt, und damit meine ich jetzt nicht nur Michelle, damit meine ich alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit in diesem Reality-Bereich stehen, die treten ja fast alle ihr Privatleben in der Öffentlichkeit auf der Bühne breit. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Zuschauer eine Zugabe sehen wollen. Der Zauberer hat dann früher einfach nochmal gezaubert. Aber bei euch wollen die Zuschauer dann halt mehr sehen. Und entsprechend wollen viele denn auch von den Trashies denn die Bühne dann halt nochmal nutzen für eine Zugabe. Weil Zugabe bedeutet Likes, Zugabe bedeutet Engagement. Und dann kommen halt immer mehr Sachen raus, die man vielleicht früher lieber nicht gezeigt hätte. Und so wie der Zauberer seine Assistenten zersägt und sie nicht mehr wieder zusammenbekommt, kann es halt dann auch passieren, dass man denn dann Dinge droppt aus dem Privatleben, die halt dann doch fatal sind. Weil sehr viele in dieser Lage sind. Ich kriege so viele Zuschriften und ich möchte dieses Thema ernst nehmen und auch Dinge vermitteln, wie ich den Umgang damit geschafft habe. Und Also erst einmal, das finde ich sehr, sehr wichtig. Viele, viele nehmen das Thema ernst, aber viele haben auch bei dem Thema Angst. Und das muss Michelle auch klar sein, dass sie hier eine ganz, ganz große Verantwortung nun auch trägt, mit der sie auch natürlich verantwortungsbewusst umgehen muss. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie aktuell wirklich stark genug ist, damit verantwortungsbewusst umzugehen, weil sie ja selbst sagt, dass sie noch so viel Baustellen bei sich selbst hat und denn dann aber mit diesem Thema als Vorbildfunktion etwas vermitteln zu wollen, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Nicht, dass sie es nicht kann, sondern dass es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist. Das wollte ich damit sagen. das schaffe. Und für mich ist es im Moment so, dass ich sehr in mir ruhe wiederum, aber mich gewisse Sachen rausholen, wie zum Beispiel gestern war es aus dem Nichts, wo ich auf einmal Angst bekommen habe oder Luftnot. Und ich merke aber, dass ich das sehr schnell regulieren kann und ich bin sehr verwundert darüber. Aber dieses Schamgefühl ist nicht mehr da. Das hat mich die Jahre wirklich sehr verfolgt.
Ich hatte ein sehr, sehr krasses Schamgefühl, dass ich gesagt habe, warum mache ich das hier überhaupt? Warum überschreitest du da selber so Grenzen, weil ich ja eine Wertvorstellung habe, bis zu welchem Punkt ich mit jemandem zusammenbleibe und wann nicht. Ja, und das ist aber das, was sehr, sehr viele kritisieren, auch bei Michelle und was ich auch schon kritisiert habe. Auf der einen Seite hat sie gewusst, dass sie in dem Umgang mit Mike, dass das nicht so gut tut, ihr, ja. Oder anders gesagt, dass die beiden miteinander, auch wenn sie sich vielleicht lieben, einfach nicht so gut klarkommen. Wir haben das im Sommerhaus der Stars gesehen, wie Mike reagiert hat. Wir haben aber auch gesehen, wie Michelle reagiert hat. Wir sehen das jetzt schon so ein bisschen bei Prominent getrennt. Und wir sehen auch dieses Miteinander in der Vergangenheit, dass das schon ein bisschen schwierig war. Ich glaube ganz fest daran, dass Paare sich zusammenraufen können, wenn sie bereit sind, sich zu verändern. Also Bereitschaft zur Veränderung. Und diese Bereitschaft zur Veränderung, wenn die nicht da ist, dann ist das ein Zermalmen zweier Gefühle, zweier Herzen, die immer gegeneinander ankämpfen, mit dem großen, großen Glaube an die Liebe, dass es doch noch klappt. Aber wenn man nicht veränderungsbereit ist, dann funktioniert das nicht. Und oftmals endet denn dann so eine Partnerschaft wirklich in einem buchstäblichen Scherbenhaufen. Und genau das ist, glaube ich, bei Michelle und Mike passiert, dass die beiden so lange, so oft daran geglaubt haben, die große Liebe zu haben und dass es schon irgendwie klappt, obwohl beide, so vermute ich einfach mal, nicht unbedingt veränderungsbereit waren. Mike hier vielleicht noch mit seiner Art, die wir ja auch mitbekommen haben, noch ein bisschen sehr herrisch, sehr impulsiv. Aber auch Michelle hat ja schon gezeigt, dass sie auch zu, ja, zu Impulsivität neigt. Und ich glaube, das war dann wirklich zwei Steine, die mit Kraft aufeinander drücken und sich zermalmen. Und man denn dann in einer unglücklichen Ehe sich befindet, die denn dann, wie ich persönlich finde, zum Scheitern leider vorprogrammiert war. Nicht mehr. Und daran habe ich gemerkt, dass ich da sehr, sehr, sehr emotional gebunden war oder sehr emotional, würde ich auch sagen, ja, abhängig war. Und für mich ist es die Aufgabe jetzt sehr, sehr genau dahin zu schauen, auch. Und ich würde sagen, ich bin nicht ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut ist. Auch wenn man mich das ein oder andere Mal vielleicht auch weinen gesehen hat. Finde ich aber auch gar nicht schlimm, wenn Menschen weinen. Also ich bin tatsächlich jemand, wo ich sage, Mut zum Weinen, das meine ich wirklich ernst, denn Weinen ist immer eine Möglichkeit, sich seine Seele so ein bisschen reinzuwaschen. Wenn man traurig ist, dann soll das auch raus. Und auch ich bin ein Mensch, ich stehe zu Weinen, zum Gefühlen zulassen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das nicht unterdrückt. Sagt sie ja auch nicht. Sie sagt nicht, dass sie es unterdrückt. Sie sagt, dass sie einfach nicht der Typ dafür ist. Aber manchmal kann das auch helfen. Manchmal kann es helfen, wirklich auch zu weinen, um einfach auch dieses emotionale Ventil zu öffnen und dann die Trauer entweichen kann. Ich denke mal, viele Zuschauer geben mir da recht. Weil ich eigentlich, und das möchte ich so sehr wieder haben, und da habe ich jetzt schon so im Alltag, merke ich das auch ganz krass, auch deshalb war ich gestern Abend weg, so ich habe so krasse Momente, wo ich wieder merke, so ich habe das wieder, ich bin wieder so das, was ich vorher war. Ja, und das fanden tatsächlich einige Zuschauer denn auch ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise das haben einige Zuschauer nicht verstanden, diese Partynacht, die denn dann quasi im Social Media gezeigt wurde von ihr selbst, wie sie denn im Club feiern war oder so. Das ist ihr gutes Recht, das will ich ihr gar nicht absprechen und ich selber gebe euch nur das, was berichtet wurde, dass das halt aber auch für einige irgendwie merkwürdig waren, nach so einem Drama-Eheknall, denn dann feiern zu gehen, das war für viele einfach eine merkwürdige Botschaft, die man gesendet hat. Und ja, aber sie erklärt das gerade, sie will frei sich fühlen. Das kann ich halt dann auch wieder verstehen, dass wenn man halt dann wirklich lange in einer Partnerschaft nicht so glücklich war und dann vielleicht auch auf einige Dinge verzichten muss, dann hat man halt diesen Drang, feiern zu gehen. Aber jetzt ist sie ja mit Mike nicht erst seit gestern auseinander. Also man hätte ein halbes Jahr auch feiern gehen können. Aber gut, wir hören weiter rein. Und das möchte ich. Und das sind so die Ziele, die man dann auch braucht. Und die habe ich. Und deshalb fühle ich mich sehr, sehr stark, auch wenn ich nicht weiß, was da noch auf mich zukommen wird. Ich habe da auch wahnsinnig Respekt vor. Aber Es kommt eigentlich immer so viel auf einen zu, wie man zulässt, was auf einen zukommt. Also, wenn sie jetzt wirklich hier die Behörden auch eingeschaltet hat und wenn das jetzt alles seinen Weg geht, dann wird hier auch, wie ich der Meinung bin, auch ein gewisses Recht gesprochen. Alles andere, was auf sie zukommt, rein partnerschaftlich, kann ich nur sagen, Scheidung,
Neuanfang, neu verlieben, glücklich sein. Klingt total leicht, ist es garantiert nicht, aber das ist eine Option. Ich meine, Michelle ist eine hübsche Frau. Ich glaube, wir alle sind uns einig, wenn sie diesen Verarbeitungsprozess hinter sich gebracht hat und die Wunden heilen niemals, aber sie werden schwächer und dann gibt es eine Narbe. Die Wunde wird zwar immer noch irgendwie da sein, sie wird auch immer mal wieder schmerzen, aber man ist irgendwann gestärkt und man ist wirklich gestärkt. Und dann ist man auch bereit für eine neue Partnerschaft und dann ist man auch bereit, wieder jemand Neues in sein Leben zu lassen und glücklich zu sein. Hat Michelle sogar schon jemand Neues? Ich glaube nicht, oder? Ich werde euch auf die Reise mitnehmen und alles dafür tun, dass um anderen vielleicht auch zu helfen, so wie ich es versucht habe, innerhalb der Beziehung zu helfen, was aber nicht so gesehen wurde. Und da habe ich am meisten mit zu kämpfen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Also, das hatte ich ja vorhin schon mal im Laufe dieses langen Videos gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist zu sagen, ich will auch euch helfen aufgrund meiner Erfahrung, wenn man selber aber noch diesen Rucksack zu tragen hat. Ich finde es absolut richtig, dass sie sich für das Thema stark macht und dass sie da auch eine Botschaft vermitteln möchte und Zuschauern helfen will, aber bitte erst, wenn sie auch den Rucksack noch tragen kann. Also wenn sie bereit ist, diesen frei zu laufen ohne diesen Rucksack und frei ist, darüber sprechen zu können, ohne aber selbst noch so ein bisschen betroffen zu sein. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der vielleicht noch zu früh ist. Aber vielleicht ist es auch genau der richtige Moment, dass man gerade jetzt, wenn es einem eh schon schlecht geht, dann drüber spricht, um Leute zu helfen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man eine Hilfe empfangen möchte. Schwierig. Dass das, was ich eigentlich die ganze Zeit probiert habe, warum ich auch da geblieben bin, das irgendwie noch alles in Ordnung zu kriegen, eigentlich mir zum Verhängnis wurde, weil es gar nicht wirklich gesehen wurde. Und das ist der größte Schmerz. Das ist wirklich der größte Schmerz. Ja. Ich bin zwar müde, geschwächt und wirklich noch nie so wenig geschlafen, so in einer Woche, wie es jetzt war, aber ich fühle mich wirklich mental stark. Und darüber bin ich sehr dankbar und das wollte ich euch bisher mitteilen, weil ihr sehr, sehr viel schreibt, sehr viel fragt. Und das ist jetzt erstmal das, was ich gerne dazu sagen wollte. Ja, und dann ist das Video auch zu Ende und wir sehen auf jeden Fall eine Michelle, die sagt, dass es ihr gut geht, dass es ihr besser geht, dass sie sehr stark ist. Und Stärke ist wichtig, wichtig in diesen Zeiten und vor allen Dingen halt auch bei diesen Themen. Ich selber habe schon gesagt, ich bin nicht befugt, das professionell alles einzuschätzen, was im juristischen Bereich abgeht. Keine Ahnung, das entzieht sich mir und auch der Botschaft der Unterhaltungs-TVs, das ist nicht das. Aber ich finde, ein gewisses Mindset von Michelle jetzt zu sehen, das ist auch wichtig, um den Zuschauern auch die Angst zu nehmen, die jetzt um Michelle in Sorge waren, zu sagen, hey, nein, mir geht's gut, hier bin ich, ich verstecke mich nicht, bei mir ist alles super und, also ihr wisst, wie ich das meine, relativ gesprochen, bei mir ist alles super, macht euch keine Gedanken, ich habe Stärke. So, das, was sie gesagt hat, das ist erstmal gut, dass sie es macht. Allerdings bin ich der Meinung, da muss man so einen Mittelweg finden. Auf der einen Seite natürlich auch irgendwie ein bisschen Content liefern, Content gerne von einem selbst, Content gerne aus dem Mindset, aber dann jetzt auch nicht mehr zu dem Thema Mike. Weil wenn dort die Behörden eingeschaltet sind und die Behörden sollen sich darum kümmern, dann sollte sie auch nicht noch weiter drüber sprechen, weil sonst kommt irgendwann der Punkt des Nachtretens, wo man so das Gefühl hat, dass da jemand noch gegenschießt oder zusätzlich schießt. Das aber nur einfach so meine Meinung. Ich denke, dass Michelle hier auf einem guten Weg ist und kann ihr auch alles Gute wünschen. Natürlich, sie soll sich da versuchen, den Kopf so frei zu machen, wie es geht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber sie soll fest an einen Neuanfang glauben und sie soll vor allen Dingen auch ganz fest davon ausgehen, dass sie auch wieder glücklich werden kann. Denn eines ist Fakt, jeder Mensch hat es verdient, glücklich zu sein, meine Lieben. Das war unser Video heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Wir sehen uns wieder heute um 11 und um 14 Uhr für weitere Trash-Highlights. Es lohnt sich also, hier dran zu bleiben. Macht es gut. Tschüss.